Ich bin Christiane Hansen von ATTAC Deutschland. Augenblicklich bin ich in Barcelona und zwar zur Vorbereitung des FAM. Das FAM, das ist das alternative Weltwasserforum, das wir vorbereiten seit 2009. Dieses alternative Wasserforum ist dazu da, ein alternatives Forum zu sein zu dem offiziellen, was die Kommerziellen organisieren. Die Kommerziellen organisieren seit vielen Jahren, organisieren sie alle 3 Jahre ein Forum. Und dieses Forum, da präsentieren sie ihre Lösungen. Und ihre Lösungen, das sind technologische Lösungen, das sind Lösungen, die ihnen Geld bringen. Das ist eine Messe, wo sie ihre Möglichkeiten darstellen und das sind nicht unsere. Und damit auch die Alternativen mal zu Wort kommen, wird ein Alternatives gemacht. Und das Alternative Forum, das bereiten wir jetzt gerade vor, wie gesagt, und ich bin in Barcelona dazu. Es ist eine ganz große internationale Gruppe hier, die an der Vorbereitung arbeitet, sehr hart arbeitet, weil das Forum, das Alternative, wird im März sein, und zwar vom 14. bis zum 17. Sie sind alle herzlich eingeladen, dahin zu kommen. Wir haben eine Adresse, eine www-Adresse, www.fam2012.org. Und da sind sehr viele Dokumente und Möglichkeiten, wie man eben nach Marseille kommen kann. Ja, was interessiert uns? Was sind denn unsere Alternativen? Unsere Alternativen heißen einfach, Wasser ist keine Ware. Wasser ist ein Recht, das jedem Menschen gehört. Jeder Mensch hat das Recht auf Wasser. Jedes Wesen, jedes Lebewesen hat das Recht auf Wasser. Und das ist das, was wir in diesem Forum versuchen zu sagen, in den vielen Alternativen, die wir präsentieren. Und was für uns auch ganz wichtig ist, ist diese Ressource, die mittlerweile immer, es gibt nicht weniger Wasser, Wasser gibt es schon, aber diese Ressource ist meistens in einem ganz schlechten Zustand auf der Erde. Und dieses, da wollen wir auch, wir haben auch Lösungen dazu, das heißt, wir wollen die Ressource schützen und wir wollen sie nicht mit Technologien verändern. Das ist uns ganz wichtig. Ja, Wasser also ist keine Ware. Das ist das Motto von diesem FAM. Und Wasser ist als Menschenrecht gesehen. Ja, ich gehöre der Gruppe AquaTAC an. Diese Gruppe ist ein Netzwerk von den verschiedenen Wassergruppen, die sich innerhalb der europäischen ATTACs mit Wasser beschäftigen. Wir haben uns vor 2008 gegründet in Saarbrücken und unser Ziel ist, die europäische Politik, die europäische Wasserpolitik zu beeinflussen. Wir haben einiges schon getan in der Vergangenheit, wir sind noch ziemlich jung und wir haben uns 2009 total in diese Vorbereitung dieses alternativen Weltwasserforums gestürzt, sodass wir von AquaTAC her keine große Arbeitsbilanz vorzeigen können. Allerdings haben wir trotzdem versucht, schon an die Kommission uns zu adressieren und den Herrn Barroso zum Beispiel zu fragen, wie er dann seine Wasserpolitik sieht. Er hat uns auch geantwortet. Wir haben noch damals, als Barnier als Kommissar im Gespräch war, ist er ja auch geworden, vom Binnenmarkt, haben wir ihn auch gefragt, wie er sich die Wasserpolitik vorstellt. Also das sind Sachen, die wir versuchen bei AquaTAC zu machen. Wir haben Kontakt mit europäischen Abgeordneten. Diese europäischen Abgeordneten, die wir versuchen, erstens mal zu informieren über die Wasserproblematik, weil meistens wissen die das gar nicht. Und so sehen wir unsere Arbeit. Es hat sich gerade vor ein paar Wochen hat sich in Neapel ein Netzwerk gegründet. Das wird sich wahrscheinlich Bewegung nennen, wir wissen das noch nicht so genau, dass eigentlich alle Wassergruppen in Europa, die militant sind, sollten sich zusammentreffen und sollten eben eine europäische Aktion haben. Das ist ein Netzwerk, das ziemlich neu ist. Wir wissen noch nicht, was daraus wird, aber wir sind auf dem Weg.
eben über das FAM eigentlich dieses Netzwerk in Europa, das noch nicht existiert im Grunde. Wir sind der einzige Kontinent, wo so etwas noch gar nicht richtig funktioniert. In den anderen Kontinenten funktioniert das schon. Und ja, das wollen wir auf den Weg bringen. Und deswegen ist das FAM eigentlich im März eine ganz gute Möglichkeit, dass wir uns da treffen, dass wir da sehen, was wir machen gemeinsam. Und soweit augenblicklich kann ich Ihnen jetzt einmal sagen, was eben Aquatac ist und wie Aquatac eben seit Beginn an in diesem FAM zur Organisation dabei ist. In Deutschland gibt es ja auch einige Probleme mit dem Wasser. Veolia ist ja sehr präsent. Und wir wissen ja, dass der Fall Berlin ein sehr wichtiger Fall ist, wo das Wasser zur Hälfte privatisiert ist. Und wir wissen ja auch, also die Deutschen wissen das im Prinzip, dass es in Berlin ein Referendum gegeben hat, das verlangt, dass die Verträge offengelegt werden. Diese Verträge sind ja geheim. Und dieses Referendum ist gewonnen worden von den Berlinern, was eine sehr große Schlacht bedeutete auf einer Seite und ein sehr großer Sieg auf der anderen Seite. Übrigens, Siege gibt es augenblicklich in Europa. Und zwar in Frankreich gibt es eine ganze Welle der Rekommunalisierung. Paris zum Beispiel ist da das Flaggenschiff. Die haben rekommunalisiert 2010. In Italien hat es ein Referendum gegeben, der auch gewonnen worden ist, wo zwei Fragen, wo es um Wasser ging, in zwei Fragen. Und wo die Menschen auch gesagt haben, wir wollen keine Privatisierung von Wasser, wir wollen das Wasser in öffentlicher Hand haben. Und dieses Referendum ist auch gewonnen worden. Also es ist in Europa ist augenblicklich eine Welle im Gange, die nicht so negativ ist. Wir haben einige Schlachten gewonnen und wir werden weitermachen. Und das FAM, wie gesagt, wird auch nochmal eine gute Möglichkeit sein, uns ein bisschen aufzustellen in dieser Hinsicht.